Vielen Dank für die Einladung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Mein Interessenskonflikt, also ich habe eine beratende Funktion bei der Firma Syntelix, das ist offengelegt, ist auch auf der Homepage einzusehen. Und am Anfang musste ich mir die Frage stellen, was für Wünsche habe ich denn eigentlich an ein resorbierbares Implantat? Ja, also da ist ja die Traumvorstellung, ich bringe das ein und ich muss es nicht mehr entfernen. Was wünsche ich mir überhaupt? Schön wäre es, wenn wir ein Implantat bekommen, was ähnlich dem Knochen ist, also ein gleiches Elastizitätsmodul hat. Die Firma verspricht dieses. Und es muss natürlich lang genug stabil sein, dass das, was ich osteosynthetisch versorgen will, auch die Chance hat zu heilen, ja, beim Kind und beim Erwachsenen. Also mir würde dieses Implantat nichts nützen, wenn das nach 3 Wochen schon instabil ist oder eben 10 Jahre im Knochen ist und eigentlich nicht resorbiert wird. Und es sollte resorbiert bzw. umgebaut werden. Auch das ist natürlich eine Anforderung an ein resorbierbares Implantat. Welche Erfahrungen gibt es bisher mit diesen Implantaten? Das Implantat, Herr Professor Kirschner, korrigieren Sie mich, seit 2013, glaube ich, in der klinischen Anwendung. Ist das richtig? Ja? Stimmt? Super. Seit 2013, vor allem in der Erwachsenenchirurgie, hier federführend Hallux Valgus Chirurgie und die Frakturversorgung beim Skaphoid. Es gibt auch Einzelfälle im Bereich zum Beispiel von Arthrodesen, zum Beispiel an den Fingern. Aber wir haben bisher eigentlich keine Erfahrungen bei Kindern und bei Jugendlichen. Und die Frage habe ich mich gestellt, ja, warum eigentlich? Weil, das habe ich jetzt ganz aktuell gefunden, das ist eine ganz aktuelle Leitlinie zum Thema Metallentfernung, ist von der DGU diesen Sommer verabschiedet worden im Juli, also höchst aktuell. Und auch da ist nach wie vor empfohlen, dass bei Kindern, Jugendlichen, also niedriges Lebensalter, junger Erwachsener und Implantate am wachsenden Skelett die Entfernung gefordert wird. Bei Erwachsenen ist das nicht zwingend der Fall. Wenn ich jetzt persönlich zum Beispiel eine Skaphoidfraktur hätte und mir hätte ein Unfallchirurg mein Skaphoid perfekt verschraubt mit einer versenkten Schraube, ob ich mir diese Schraube entfernen lassen würde in einer zweiten Operation, also der Chirurg müsste schon sehr gute Argumente haben. Aber gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo wir diese Implantate entfernen wollen, da ist ein resorbierbares Implantat natürlich ja, hochattraktiv. Was bietet die Firma bisher an? Wir haben hier oben, das ist eine klassische Corticalis-Schraube, Länge etwa von 6 bis 40 Millimetern, dann eine Compression-Screw, das kennen Sie in der Versorgung von Skaphoid-Frakturen, wie eine klassische Herbert-Schraube, wo Sie 2 unterschiedliche Gewindegänge haben, die dann eine Kompression erzielen können. Und Sie haben Pins, die hier oben das Design wie eines kleinen Nagels haben, womit Sie zum Beispiel osteochondrale Defekte versorgen können. Und das sind die jeweiligen Minimal- und Maximallängen. Was wichtig ist, da werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Im Portfolio wird relativ bald wohl eine 4/8er Compression Screw wohl noch auf den Markt kommen. Ja. Gut, und ich habe einfach mal meine Fälle mitgebracht. Ja, ich überblicke inzwischen, es sind 18 Fälle. Gestern habe ich noch ein Kind operiert, das hat jetzt nicht mehr den Weg in diese Tabelle gefunden. Das ist mein Erfahrungsschatz, nicht mehr, nicht weniger. Wir benutzen diese Implantate seit März diesen Jahres und also die Inzidenz steigt, also wir machen das zunehmend häufiger. Und wenn man sich unser Patientengut einmal anschaut, worüber kann ich berichten? Ich bin da ganz ehrlich zu Ihnen, ich kann Ihnen kein signifikantes, basiertes Follow-up bieten. Das ist unmöglich bei dieser Fallzahl und das ist auch unmöglich mit Fällen, wo wir im März begonnen haben, die Kinder zu operieren. Gerade wenn wir hier Fälle uns anschauen, die im August, September und Oktober operiert wurden, da kann ich Ihnen kein Follow-up mit einem aufgelösten Implantat nach 2, 3 Jahren präsentieren. Ganz grob unterteilt die grünen Fälle. Das sind Fälle, die im weitesten Sinne was mit einer Fraktur zu tun haben. Da sind auch Patellaluxationen mit dabei, wo zum Beispiel das MPFL ausgerissen ist. Die
ja, türkisenen Fälle, das sind Fälle, da geht es primär um osteochondrale Defekte, Osteochondrosis dissecans. Und ein Fall, der ist hier rot hinterlegt, rot hat auch, da habe ich bewusst rot gewählt, das ist ein konservativer Fall, ein Kind mit einem Schneiderballen oder ein jugendliches Mädchen. Und dieser Fall ist auch ein bisschen in die Hose gegangen, das zeige ich Ihnen nachher auch. Das steht hier auch, das war bisher die einzige wirkliche Komplikation, die wir hatten. Und dann habe ich Ihnen einfach die Fälle mal mitgebracht. Wir haben hier einen 16 Jahre alten Jungen, der hat eine Art Übergangsfraktur, da ist die vordere Syndesmoseknöchern ausgerissen, ist ein sogenanntes Tillot-Fragment, also eine Tillot-Fraktur. Wenn man dann sich das CT anschaut, dann sieht man das sehr schön, man sieht aber auch, dass der Innenknöchel noch gebrochen ist und dass auch die Fibula fissural frakturiert ist. Das war einer der ersten Fälle. Wir haben das dann so versorgt, wir haben eine klassische Schraubenosteosynthese gemacht, wir haben diese Compression Screws benutzt, haben dieses Tillot-Fragment offen reponiert und fixiert. Und da wir das Kind früh funktionell nachbehandeln wollten, wir sowieso offen vor Ort waren, haben wir auch den Innenknöchel und den Außenknöchel versorgt. Das wäre sicherlich nicht primär notwendig gewesen. Anderes Beispiel, 13 Jahre, ein Mädchen hatte auf so einer Spielplatz-Drehscheibe sich das Sprunggelenk verdreht. Und hier sehen wir so eine Treeplane-2-Fraktur, also eine Übergangsfraktur, die hier durch die Metaphyse verläuft. Die Epiphyse ist gesprengt. Nach hier vorne läuft die Fraktur aus. Man sieht auch hier diesen Gap in der koronaren Ebene. Also es ist eine klassische Übergangsfraktur. Und auch die wollte ich natürlich im Eifer des Gefechts gerne mit diesen resorbierbaren Schrauben versorgen. Und dann bin ich schon an eine Grenze gestoßen, dass die Schrauben mir eine maximale Länge von 4 Zentimetern bieten, momentan oder noch. Ja. Und das ist eine Fraktur, da will ich ja maximale Kompression haben und diese Fraktur läuft relativ mittig aus. Das heißt, ich habe hier ein relativ großes Fragment, ich habe hier ein relativ großes Fragment. Da wäre jetzt die Schraube mit 4 Zentimeter mir eigentlich zu kurz gewesen. Und deswegen habe ich hier eine klassische Osteosynthese gemacht und habe die Innenknöchelfraktur mit so einer Compression Screw versorgt. Wenn man sich das hier anschaut, hier sieht man rund um diese Compression Screw so eine, ja, strahlendurchlässige Zone, da gehe ich nachher nochmal genauer drauf ein. Das ist letztendlich der sichtbare Abbauprozess, gerade in den ersten Wochen und Monaten, den man im Nativröntgenbild auch wirklich nachweisen kann. Da darf man keinen Schrecken kriegen, aber das kommt doch schon regelhaft vor, etwa meiner Erfahrung nach bei 19 Fällen, so etwa bei 50% der Fälle. Dann konservativ behandelte Innenknöchelfraktur, das war, ist extern behandelt worden. Das Kind hatte eine Pseudarthrose entwickelt, man sieht das hier eigentlich sehr schön. Massives, ja, perifokales Ödem, das ist eine Fraktur, die auch sicherlich ins Gelenk einstrahlt, also wirklich eine Konsequenz für den Jungen hat. Da haben wir eine Spongiosaplastik durchgeführt und das mit einer Compression Screw versorgt. Auch hier sieht man, das war im April, in der Konsolidierungsröntgenaufnahme sieht man hier gerade um diese Spitze herum auch wieder diese strahlendurchlässige Zone und das MRT, das ist jetzt Anfang Oktober gewesen, da sieht man, dass eigentlich um die Schraube, die es nicht mehr zu sehen ist und die Pseudarthrose eigentlich weitestgehend gut verheilt ist. Ja, relativ aktueller Fall, jetzt Mitte Oktober, Sturz aufs Schultergelenk, also AC-Gelenksverletzung. Das war ligamentär ausgerissen und hier ist das Ligamentum coraco-clavikulare Knöchern am Ansatz abgerissen. Hier eine Kombination aus den Schrauben und in der klassischen Zugurtungsosteosynthese andere Entität. Gehen wir gleich weiter. Kind, das sieht man auf dem Röntgenbild eigentlich gar nicht so schön, das hatte eine Patellaluxation, eine traumatische Patellaluxation und im MRT sieht man, dass eigentlich der gesamte mediale Kapselbandapparat mit einer riesigen, ja, osteochondralen Schuppe ausgerissen ist. Man sieht das hier auch in der axialen Aufnahme und auch hier hat es ausgereicht, eine Compression Screw zu benutzen und das ist Knöchern eigentlich sehr schön ausgeheilt und ja, soweit das hier im MRT zu sehen ist, auch mit einem guten Schluss des Knorpels. Hier im Röntgenbild, das ist, ich gehe nochmal zurück, das ist ja knappe 4 Monate nach
Implantierung dieser Schraube. Hier sieht man nicht mehr diese strahlendurchlässige Zone. Man kann vielleicht meinen, ob die Schraube hier vielleicht so einen kleinen Knick macht, ob da der Schraubenkopf so leicht weggeknickt ist. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Das Röntgenbild gibt es nicht her. Aber wie gesagt, das ist gut verheilt. Ja, spannender Fall, der mich ein bisschen erschreckt hat. Das ist ein Mädchen, 14 Jahre alt, hatte Knieschmerzen. Seit März diesen Jahres hatte dann im Mai so Blockierungsgefühle im Kniegelenk, war dann in einer externen Klinik. Ist leider keine Bildgebung gemacht worden, das Kind ist arthroskopiert worden, ist eine Schleimhautfalte, eine Plika entfernt worden, dem Kind ist gesagt worden, die Plika ist der Grund des Übels gewesen, dass das Knie blockiert. Die kam dann später zu uns hier im Juli und hatte das MRT schon gemacht. Die hatte halt ein riesiges osteochondrales Flake, was hinten im hinteren Rezessus lag, wo man arthroskopisch ja nur schwer reinschauen kann oder man muss sich richtig Mühe geben, auch da reinzugucken oder einen dorsalen Zugang machen. Aber das Kind ist schon einmal operiert gewesen. Man sieht hier, dass das natürlich eine Relevanz für dieses Kind hat. Und das war für mich eine gute Situation, auch diese Pins mal auszuprobieren. Das habe ich dann mit drei 2.0er Pins festgepinnt. Der Vorteil von diesen Pins sehe ich darin, dass die eben wie so einen kleinen, das Design eines kleinen Nagels haben und ich dann auch eine gewisse Kompression auf dieses osteochondrale Fragment bekomme. Und das ist eigentlich sehr schön ausgeheilt, das Kind ist beschwerdefrei. Ja, jetzt kommen wir zu dem Fall, der, ich sag mal, in Anführungszeichen ein bisschen in die Hose gegangen ist, aber letztendlich ist es gut ausgegangen. Das war eine junge Dame, 15 Jahre, die hatte einen schmerzhaften Schneiderballen, hat dann eine Umstellungsosteotomie bekommen bei uns in der Klinik. Da ist eine 2.0er Schraube eingebracht worden, diese Corticalis-Schraube. Das Kind ist im Gips nachbehandelt gewesen, also das ist auf dem Fuß eigentlich nicht rumgelaufen, also hatte keinen Vorfußentlastungsschuh. Als wir sie gefragt haben, ob irgendwas passiert sei, hat sie das verneint. Die kam dann mit Schmerzen zu uns in die Klinik und dann hatte sich gezeigt, das war noch die Kontrolle nach OP, noch im Gips. Sie sehen, dass der Gips noch dran ist, da steht eigentlich alles wunderbar. Und hier in dieser Aufnahme ist es weggeknickt. Wenn man ganz genau schaut, kann man vielleicht auch schon hier so einen ganz kleinen Knick sehen. Aber entweder ist sie aufgetreten oder hat sich gestoßen, ich weiß es nicht. Letztendlich läuft die Patientin inzwischen schmerzfrei auf dem Fuß rum und das ist konsolidiert. Ja, es hätte aber auch anders ausgehen können, dass man diesen Fall hätte revidieren müssen. Jetzt kommen wir in das Feld der Knorpelprobleme, also Osteochondrosis dissecans. Hier sehen Sie eine fortgeschrittene Osteochondrosis dissecans mit ganz vielen perifokalen Zysten. Das ist sicherlich eine instabile Situation oder auf dem Weg, sehr instabil zu werden. Hier, wir arthroskopieren die Fälle natürlich und wenn ich dann so ein Pumpphänomen habe, also ich schaue da arthroskopisch rein und dann kann ich diesen Knorpelüberzug, der ist noch intakt und ich kann das so eindrücken. Auch das ist für mich eine ideale Indikation, diese Pins zu benutzen. Hier habe ich 4 2.0er Pins eingebracht. Ich zeige Ihnen mal, wie das im OP-Situs aussah. Man sieht hier die vorgewölbte OD. Man sieht schon, hier ist wahrscheinlich ein kleiner fissuraler Riss. Ja, also Sie kommen mit dem Tasthaken da rein. Das ist aber noch wunderschön mit Knorpel überdeckt. Dann wird das Loch gebohrt. Ich denke, das ist klar. Dann sehen Sie hier die Führungshülse. In dieser Führungshülse ist dies armiert mit diesem Pin. Und das schlage ich dann arthroskopisch kontrolliert da rein. Dann sehen Sie hier diesen Pin, diese kleine Nagelfläche, die sollte man natürlich so nicht stehen lassen. Die wird dann nochmal mit dem Stößel nachgeschlagen, bis sie dann eben so 1-2 mm im Knorpel versenkt ist. Hier eine andere Variante. Ich bin da noch nicht so ganz glücklich mit dem Setzinstrumentarium. Das habe ich mit der Firma auch schon besprochen. Das Setzinstrumentarium ist entwickelt für offenes Vorgehen bei diesen Pins und arthroskopisch tut man sich da schon noch ein bisschen schwer. Man kann die aber auch unter Sicht einfach mit dem Stößel einbringen. Man muss halt eben exakt diese Richtung treffen. Und dann können Sie diese instabile Situation auch mehrfach festpinnen und erreichen eigentlich eine gut stabile Situation. Hier ein anderes Mädchen, 13 Jahre, mit einer OD am medialen Femokondylus, auch sicherlich schon eine gewisse Dissekatbildung zu sehen.
Das wurde mit 6 1,5er Pins festgemacht. Hier der Verlauf. Ja, man sieht schon, dass im Vergleich zu dieser Röntgenaufnahme, dass sich hier, denke ich, schon ordentlich was tut. Müssen wir mal schauen. ODs heilen ja nun nicht nach 4, 6, 8 Wochen aus. Das ist ein Prozess, der Jahre dauern kann. Und gerade bei den ODs wird man im Verlauf sehen, ob diese Stabilität dann ausreichend ist. Hier noch ein Fall, Osteochondrosis dissecans tali, auch typische Lokalisation, mediale Talusschulter. Auch hier hochinstabile Situation. Man sieht richtig die Dissekatbildung, die Unterbrechung vom Knorpel. Das war instabil in der Arthroskopie, also sie konnten dieses Stück richtig rauslösen. Um da vernünftig arbeiten zu können, haben wir eine Innenknöchelosteotomie gemacht, also klassisches Vorgehen. Erst die Löcher vorgebohrt, dann die Osteotomie gemacht, aufgeklappt. Dann haben wir eine Spongiosaplastik durchgeführt und dieses Dissekat festgepinnt und dann eben mit diesen Compression Screws die Innenknöchelosteotomie wieder verschlossen. Auch hier, das sind maximale Länge 4 cm, die haben ausreichend gehalten, aber auch hier würde man sich ja auch gerne ein etwas längeres Implantat vielleicht wünschen, gerade wenn man da keine ausreichende Stabilität bekommt. Ja, mein Fazit von diesen 19 Fällen, ich kann Ihnen kein ausreichendes Follow-up präsentieren, um hier reines Gewissens zu sagen, das klappt alles. Die ersten Fälle sind aber sehr vielversprechend, da ich das gerne weitermachen möchte. Bisher funktioniert es. Wir hatten noch keine Revisions-OP. In dem einen Fall hatten wir sicherlich Glück, dass diese Patientin mit dem Schneiderballen, das hätte auch in der Revision enden können. Wir haben keine Wundinfektion und das sind Implantate, die ich sowohl arthroskopisch als auch offen verwenden möchte und auch kann. Arthroskopisch, denke ich, kann man bei dem Setzinstrumentarium auch noch Instrumente nachliefern. Offen funktioniert das sehr, sehr gut. Bisher benutze ich die Implantate nicht epiphysenfugenübergreifend. Das ist auch eine ganz klare Empfehlung der Firma. Da gibt es eigentlich noch nicht ausreichende Daten dazu. Und in der Anwendungsempfehlung steht das auch drin. Also nicht transepiphysär diese Implantate einbringen. Und das habe ich Ihnen genannt. Man muss natürlich die anderen Schrauben immer in petto haben, weil noch sind wir in der Länge der Schrauben limitiert. Und wenn ich mal eine längere Schraube als 4 cm brauche, dann habe ich sie resorbierbar momentan nicht. In den Dicken ist wirklich von 2,0 bis 3,2 und bald 4,8 alles vorhanden. Also die Dicke sollte kein Problem sein. Die Länge momentan bei den dünnen Implantaten sehe ich noch kritisch. Welche Indikationen sehe ich für diese Implantate? Ich habe Ihnen, glaube ich, hier ein breites Potpourri von meinen Fällen vorgestellt. Klassisch, denke ich, sind Übergangsfrakturen ideal dafür geeignet, aber auch zum Beispiel, wenn ich eine Stellschraube einbringe, wenn die Syndesmose kaputt ist. Stellschrauben müssen ja oftmals, wenn ich in die Vollbelastung gehe, nach 6, 8 Wochen entfernt werden, ist auch eine extra OP, plus die dann eventuell anstehende Plattenosteosynthese. Hier könnte man, denke ich, überlegen, ob man auch resorbierbare Implantate nimmt. Patellaluxation habe ich Ihnen Fälle gezeigt, gerade da diese osteochondralen Ausrisse. Vorderer Kreuzbandausriss bei Kindern, also der knöcherne Ausriss, nicht die, natürlich die intraligamentäre Verletzung. Wenn der Knochenanker ausreißt, denke ich, ist eine ideale Indikation. Condylus radialis Frakturen, ja gar nicht so häufig bei Kindern, aber das ist, denke ich, eine ideale Lokalisation. Da will man auch partout keine Materialentfernung zwingend machen im Gelenk. Radiusköpfchenfrakturen kommen auch wirklich selten vor bei Kindern. Radiushalsfrakturen haben sie viel häufiger, das versorgen sie aber anders, nicht zwingend mit Schrauben. Die osteochondralen Frakturen, Bandausrisse, die Osteochondrosis dissecans. Und wenn man sich entscheidet, einen Hallux valgus beim Jugendlichen zu operieren, das kommt ja auch vor, auch da wäre dieses Implantat gut denkbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke Martin. Gibt es Fragen? Kommentare? Herr Kirschner? Herr Ruppe, ich kenne Ihnen gar nicht, ich bin zu viel gespalten.
wenn das Mikro geht, dann kann ich, genau, dann spreche ich hier rein. Also es geht erstmal um die Frage der Länge. Das ist sicherlich ein Defizit bei den Schrauben zurzeit, weil Sie sie in der Kinderchirurgie völlig anders einsetzen, zum Teil als das in der Erwachsenenchirurgie gemacht wird. Das Problem wird sich auf der einen Seite dadurch lösen, dass wir die 4-8er-Schraube auf dem Markt haben. Die hat dann zum Schluss eine Länge von 70 mm, also 7 cm. Das ist dann ein wesentlicher Fortschritt. Und wir entwickeln auch gerade Leg-Screws, da sind wir ja gerade dabei, also kannulierte Drittel- und Halbgewindeschrauben mit Linsenkopf und auch Unterlegscheibe. Das wird das Problem dann wahrscheinlich in dieser Hinsicht auch lösen. Was die sogenannten Aufhellungszonen um diese Implantate angeht, da hat Herr Ruprecht schon erwähnt, dass das ein Phänomen der Korrosion ist. Das heißt, es läuft eigentlich in zwei Phasen. Die eine Phase ist, dass sich um das Implantat die Korrosion abspielt. Sie haben Korrosionsprodukte und Sie haben auch, dazu gehört zum Beispiel unter anderem auch Gasbildung. Das ist in der Korrosion ein vollkommen normaler Vorgang. Und das resorbiert sich anschließend und wenn das Produkt langsam umgebaut wird zu Knochen, zu körpereigenem Knochengewebe, dann kommt eben die Konsolidierungsphase, weil diese Implantate über die Magnesiumtechnologie osteokonduktiv wirken und Osteoblasten über zwei verschiedene Stoffwechselwege zur Bildung von neuem Knochen anregen. Herr Ruprecht hatte auch erwähnt, der eine Schraubenkopf, hat er gesagt, vielleicht ist da ein Knick drin, das kann man nicht so ganz genau sagen. Ja, wir sehen auch zum Teil Implantate, wo Sie plötzlich eine Desintegration dieses Implantates sehen können. Das ist kein klassischer Implantatbruch, sondern Sie müssen sich ja vorstellen, wenn Sie ein Titanimplantat in den Knochen einbringen und Sie sehen da einen Schraubenbruch, dann ist da Gewalt drauf. Bei diesen Fällen ist ja da nie Gewalt drauf gewesen, aber im Zuge des Degradationsprozesses und der Heilung haben sie immer Mikrobewegungen im Frakturspalt und die führen dann unter anderem dazu, dass diese Implantate sich unter der Degradation auch anfangen zu bewegen und irgendwann verlieren die dann aber rechtzeitig die Stabilität. Das heißt, es gibt, also ich habe, das darf ich jetzt mit einem gewissen Stolz sagen, ich habe über 1200 Fälle aus dem Markt in der ganzen Welt zurückbekommen. Die sind alle auf meinem Tisch gelandet. Ich habe jeden einzelnen gesehen. Und diese sogenannten Implantatbrüche sind in der Tat immer die Folge der Degradation, aber nicht zu dem Zeitpunkt, ich komme gleich noch auf den Hallux Valgus, zu dem Zeitpunkt, wo Sie befürchten müssen, dass die Fraktur nicht heilt oder die Osteotomie nicht heilt. Das tut sie. Und das tut sie auch übrigens trotz der sogenannten Aufhellungsphänomene um dieses Implantat herum. Zu dem Fall, den Sie erwähnt hatten mit der Schraube im MFK1, da ist es so, das können wir nochmal diskutieren, wir empfehlen, das ist jetzt mal unabhängig von der Frage, was der Operateur braucht oder dann anschließend tut, lieber eine Dimension der Schraube größer zu wählen, wenn es operationstechnisch und für den Fall möglich ist, weil diese Implantate unter der Degradation eben die Stabilität einfach früher verlieren. Also wenn Sie sagen, Sie nehmen sonst eine 2,0er Titanschraube, empfehlen wir immer eine 2,7er CS zum Beispiel zu verwenden. Setzinstrument, glaube ich, sind wir dran. Wir machen lange Instrumente, wir sind an der Entwicklung langer Instrumente dran, damit für die arthroskopische, insbesondere Knie- und Schulterchirurgie, auch entsprechendes Instrumentarium vorhanden ist. Das ist im Moment noch ein bisschen kurz, ja, aber die langen Instrumente sind auf dem Weg. Und zur Frage der Epiphysenfugen hatte Herr Ruprecht ja schon ein paar Sätze gesagt. Also wir sind eben so, dass wir sagen, transepiphysiale Anwendungen sollen nicht gemacht werden. Das wird mit dicken Schrauben ja bei Epiphysen regelhaft auch nicht gemacht. Was die Apophyse angeht, ich weiß nicht, der Dr. Sommerfeld, der Dirk ist auch irgendwo hier, genau, im Publikum, da haben wir ausgiebig drüber gesprochen und Sie merken, wenn ich hier so einen narrativen Stil an den Tag lege, dass tatsächlich die Dinge sehr im Fluss sind und dass wir uns mit einzelnen Experten wirklich absprechen, was können wir, was sollen wir, was dürfen wir. Und wir sind, ich glaube auch, bin inzwischen mit gutem Gewissen, kann ich sagen, ein apophysäres Fragment mit einem Magnesiumimplantat zu versorgen, ist nicht das Problem, weil dort ja auch große Titanimplantate Anwendung finden. Und ich sage mal etwas burschikos als Unfallchirurg, der ich auch bin, wenn Sie durch eine Apophyse eine Titanmetallschraube drehen, dann ist von der Apophyse in Anführungsstrichen zum Schluss auch nicht mehr viel übrig. Also das würde ich
empfehlen, das kann man machen, aber die Epiphysäre-Anwendung empfehlen wir in der Tat nicht. Es gibt experimentelle Untersuchungen dazu, die zeigen, dass unsere Legierung, also auf WE43, so nennt man den Grundstoff unserer Legierung, dass diese Implantate, die auf dieser Legierung beruhen, an der Epiphyse tatsächlich nichts machen. Aber das sind experimentelle Untersuchungen und im klinischen Alltag sollte man von der Epiphyse ein Stückchen weg sein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang, aber ich dachte, es dient auch Ihrem Wissen und der Aufklärung des Publikums, dass man da noch ein paar Sätze von uns aus zu sagt. Ja, vielen Dank für die Kommentare. Ich gehe gleich auf Sie ein, nur ganz kurz dazu. Also bezüglich der Versorgung von diesem Schneiderballen, man kann natürlich, eine 2-0er Schraube ist schon ein sehr dünnes Implantat, keine Frage. Und die Schraube ist ja da gebrochen. Das war ein Zeitpunkt, glaube ich, 3 Wochen nach Einbringung. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon primär die Korrosion war der Schraube. Wahrscheinlich ist das Kind doch aufgetreten, hat sich gestoßen. Wir wissen es nicht, es sind halt Kinder. Das muss ja nicht immer dem Implantat angelastet sein. Also das kann auch der Situation geschuldet sein. Das ist das eine. Ganz kurz noch zu der arthroskopischen Anwendung. Also das funktioniert mit diesen Implantaten jetzt schon. Es ist nicht so, dass das nicht funktioniert. Ich habe vorher ganz viel diese Chondral Darts benutzt, ist von einer Konkurrenzfirma, sage ich mal. Und da sind die Setzinstrumente gewöhnt und die sind halt einfach länger und vom Handling angenehmer. Ja, also, aber da wird es, denke ich, in kurzer Zeit auch seitens der Firma Syntelix was Entsprechendes geben. Und Sie haben das an meinen Fällen gesehen, wenn man das Durchschnittsalter anschaut, da, es geht von 11 bis 16 oder von 11 bis 15. Ja, und ich bin dabei, mich sozusagen vom Alter der Kinder weiter nach unten zu arbeiten. Ich hatte am Anfang auch Manschetten und wollte erst mal schauen, funktioniert das, wie sehen die Röntgenbilder aus? Und dann habe ich erst mal einen Schrecken gekriegt, dass man da eben schon so diese strahlendurchlässigen Zonen sieht. Ich werde da zunehmend mutiger, aber das ist ein Prozess, glaube ich, den man noch 1, 2, 3 Jahre verfolgen muss, bis man dann eben auch vielleicht Epicondylus ulnaris Abrisse beim 4-Jährigen mit so einem Implantat zum Beispiel versorgen will. Ja. Dirk, gleich der Kollege war vor dir. Schlag. Was ist zu einer Reosteosynthese, zum Beispiel Dislokation, postoperativ, dass die Schraube entfernt werden muss innerhalb von 6 Wochen postoperativ? Wie lässt sich die Schraube zum Beispiel entfernen, wenn es zum Teil resorbiert würde? Ja. Ja. Also letztendlich müssen Sie es versuchen, mit einem normalen Schraubenzieher hinauszudrehen. Also nach 6 Wochen ist das, denke ich, kein Problem. Ich musste noch keine Schraube entfernen. In der Anwendungsbeschreibung steht, dass Sie es ansonsten einfach klassisch überbohren. Ja, Sie können die Schraube mit dem entsprechenden Gewinde überbohren. Ja, ist natürlich die nicht elegante Lösung, eine Schraube rauszudrehen, ist sicherlich eleganter. Nach 6 Wochen, denke ich, sollte das möglich sein. Aber wenn Sie das nach 3, 4 Monaten machen wollen, dann glaube ich, wird es schwierig. Aber ich habe keine eigenen Erfahrungen. Intraoperativ rein und raus ist kein Problem. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, also in einer Sitzung. Dirk, bitte. Fragen habe ich jetzt keine. Ich wollte nur ein bisschen 2, 3 Sachen feedbackmäßig nochmal hier auch in die Runde tragen. Also erstens mal stimme ich dir zu oder auch der Firma zu, dass das die Zukunft ist, auch in der Kindertraumatologie, dass wir uns um resorbierbare Implantate kümmern müssen. Und ich glaube auch, dass es, auch wenn die Erfahrungen von früher vielleicht teilweise anders waren, dass es mittlerweile doch einen ganz schönen medizinischen Fortschritt gegeben hat und dass das, glaube ich, ein gangbarer Weg ist. Das Zweite, wofür ich dich nochmal loben würde, ist, dass du die Auswahl der Patienten relativ sorgsam getroffen hast, meiner Meinung nach, nämlich Fugen, die entweder schon zu waren oder Fugen, die bald zu sein werden. Und ich glaube auch, dass man sich vielleicht bei den Indikationen, die du dann am Schluss gezeigt hast, zunächst mal, glaube ich, darauf beschränken sollte, bis man weiß, wie die Resorptionskinetiken auch über 2 Jahre sind. Ich sehe keine Not, jetzt in die Nähe von noch weit offenen Fugen zu gehen, wie zum Beispiel beim Condylus radialis oder auch bei dem Eminentia-Ausriss. Da bist du ja dann doch, auch wenn du nicht durch die Fuge gehst, mit dem Implantat nur wenige Millimeter weg von der offenen Fuge. Und ich bin zwar kein Biochemiker, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Resorptionsvorgänge
mit Gasbildung, mit Hitzeentwicklung oder was auch immer da ist, eine empfindliche Fuge vielleicht doch schädigen können. Und da wir ja genügend Indikationen haben, wo wir das erstmal über die nächsten Jahre ausprobieren können, würde ich dafür plädieren, die offenen Fugen, also die kleinen Kinder, die du jetzt gerade angesprochen hast, in der zweiten oder dritten Stufe anzugehen. Wenn ich einen Kommentar dazu sagen darf, ich zeige dann auch in meinem Vortrag, ich habe mich dem schon widersetzt. Ich gebe dir recht, das Problem ist, ich weiß nicht so recht, wie wir die Gefahr an den Fugen nachweisen sollen bei Patienten, die bereits geschlossene Fugen haben. Also das ist, natürlich habe ich keine Angst, auch die Apophyse habe ich keine Angst, wenn die Fugen bei der Übergangsfraktur habe ich keine Angst, aber letztendlich führt uns dieses Patientenklientel, wird uns nicht zur Beantwortung der Frage führen, können wir es auch bei kleineren Kindern anwenden. Das ist ein Dilemma und ich kann jetzt schon ausdrücken, ich glaube auch nicht, dass uns Studien am Kaninchen viel bringen, wenn wir wissen, dass individuell, sagen wir mal beispielsweise, die distale Radiusfuge viel weniger empfindlich ist als die distale Ulnarfuge. Das ist eine ganz schwierige Frage, glaube ich. Wir müssen sie trotzdem irgendwie klären. Denn gerade Dirk hat die Eminenzia angesprochen, ich finde auch den Innenknöchel ganz interessant, denn da kommen wir ja von der epiphysären Seite, kommen also von der vulnerablen Seite an die Fuge ran und haben dann ein länger anhaltendes Abbau-, Resorptions-, Umbauphänomen. Und wir wissen ja, wie sensibel unsere Fugen manchmal sind, auf irgendwelche externen Irritationen zu reagieren mit irgendeiner Form der entzündlichen Reaktion und auf einmal ist die Fuge zu. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Und ich glaube, wir müssen uns dieser Frage schon vielleicht nochmal experimentell nähern und erstmal sehen, was machen denn diese Schrauben in direkter Fugennähe, von Kreuzen will ich gar nicht reden, aber wir müssen sehen, was machen sie in der direkten Nähe, auch im Langzeitverlauf, denn bis die ganz resorbiert ist, dauert ja doch eine ganz erhebliche Zeit. Und ich glaube, auch klinisch werden wir letztendlich den Durchbruch nur mit randomisierten, vergleichenden Studien schaffen. Da wird es uns nicht ausreichen, wenn wir uns hier mit Fallberichten gegenseitig austauschen und sagen, da habe ich es mal probiert und da ging es ganz gut und so weiter und so fort. Das wird uns nicht den Durchbruch bringen. Auf der anderen Seite bin auch ich der Meinung, das ist eine hochinteressante Sache, gerade unter der Thematik Metallentfernung. Ich meine, auch wenn es in der Leitlinie DGU steht, es gibt ja weder Evidenz fürs Entfernen noch fürs Drinlassen. Von daher ist es ja einfach so, weil wir es schon immer so gemacht haben, machen wir die immer raus. Wir wissen ja gar nicht, ob das schon immer richtig war, aber wir müssen uns dem nähern, die Metallentfernung entbehren, ja, aber wir müssen wissen, was da passiert. Ja, vielen Dank, Peter. Noch ganz kurz dazu, also bei den ersten beiden Punkten sprichst du mir aus der Seele, also das ist ja hier, Sie haben das ja gesehen, der Beginn einer Fallserie, die wir hier darstellen. Es gibt bisher keine Publikation weltweit in Anwendung dieser Implantate bei Kindern, geschweige denn eine retrospektive oder prospektive Studie. Das ist sicherlich Zukunftsmusik, was ich mir wünschen würde, gerade in Zusammenarbeit auch mit der Kindertraumatologie und der Sektion. Das ist das eine. Bezüglich der Leitlinie, ja, natürlich, man kann sagen, das wird so gemacht, wie wir es immer gemacht haben, entweder raus oder nicht raus. Aber letztendlich ist es eine Leitlinie, wo sich auch, ich sag mal, Leute, die davon Ahnung haben, Gedanken gemacht haben. Und sich gegen eine Leitlinie zu verhalten, kann man natürlich, hat man das Recht, aber grundsätzlich steht das erstmal da. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen, wenn ich Ihnen ins Auditorium einmal fragen darf, wer von Ihnen operiert Kinder traumatologisch oder orthopädisch? Was sagen Sie den Kindern? Holen Sie das Implantat raus oder lassen Sie es drin? Also jetzt einmal vielleicht die Hand heben, wer lässt es drin? Ja, anderthalb. Wer nimmt es raus? Okay. Was würden Sie bei Ihren eigenen Kindern machen? Wer würde es drin lassen? Ja, dreieinhalb, vier, fünf. Okay, nur um so einen Eindruck. Also nach wie vor der Tenor, dass wir diese Implantate eher rausholen. Und das können wir vielleicht zukünftig verhindern. Ich würde vorschlagen, dass Michael, du übernimmst. Gerne. Ja.